Wer von euch kennt denn schon Tandem lesen? Was uns hier alle verbindet, ist die Idee, den kommenden Generationen ein besseres Leben zu ermöglichen. Weil die mehr können vielleicht und deshalb ist es halt manchmal spannender. Dass sie im richtigen Moment Nein sagen und im richtigen Moment auch Chancen bekommen. Wir wollen denkende Menschen, die Kritik üben können. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. In Lörrach betreiben wir eigene Einrichtungen. Das Kinderhaus Schöpflin, der Werkraum Schöpflin, die Villa Schöpflin und unser Beteiligungsprojekt Fabric. Das heißt, dass da ein Sozialarbeiter kommt, der ihr dann hilft, wieder auf die Spur zu kommen. Lörrach ist für uns Homebase. Es ist ganz wichtig, dass wir hier verankert sind. Mit Land, mit Gebäuden und damit auch mit Menschen. Die Villa Schöpflin ist das Zentrum für Suchtprävention hier im Landkreis Lörrach. Unsere Hauptzielgruppe sind junge Menschen. Und wir arbeiten mit ihnen, indem wir mit ihnen Lösungen entwickeln. Und wir begleiten auch die Umsetzung zusammen mit den wichtigsten Bezugspersonen. Dann gehen sie zur Schule und haben eben Unterricht. Das sieht erstmal harmlos aus. Und wir sind auch immer so ein Testlabor, wenn wir neue Materialien entwickeln. Dann geht es manchmal schief und da lernen wir draus. Das heißt, immer dann, wenn wir es uns ein bisschen gemütlich eingerichtet haben, ist es gut, neue und andere Fragen zu stellen und ein Bewusstsein zu bilden für Fragen, die im Moment wichtig sind. Der Werkraum bietet Themenreihen an zu gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Es gibt Workshops, zum Beispiel in bildender Kunst. Dazu noch Leseclubs für Kinder und Jugendliche. Deutschland gehen. Du wirst sehen. Es ist ein Angebot für alle. Kommt alle. Wir haben auf der einen Seite die eigenen Einrichtungen in Lörrach und auf der anderen Seite die Programmbereiche. Und der Nenner dieser Fördertätigkeit ist unsere Angst um die Demokratie. Unserer Einschätzung nach kann man nur an der Gesellschaft mitgestalten, wenn man entscheidungsfähig ist. Und wir haben gemerkt, dass die klassische Art und Weise, wie Aufklärung betrieben wird, durch Journalismus nicht mehr lange gut gehen kann. Mit dem gemeinnützigen Journalismusprogramm unterstützen wir Organisationen, die Qualitätsjournalismus ermöglichen oder selber machen. Wir von Korrektiv, wir bemühen uns, eine aufgeklärte Gesellschaft zu erreichen. Da geht nicht darum, einfach zu sagen, buff, wir bei der Bild-Zeitung, wir erreichen 4 Millionen Leute. Es geht darum, die Leute zu erreichen, die es angeht, für die es wichtig ist, für die es überlebenswichtig zur Not ist. Ja, diese Recherche ist wichtig für euch, es geht um den Wohnungsmarkt. Und das ist eben die Kraft des gemeinnützigen Journalismus. Ja, das ist gut, ja, ist gut. Bei uns kann man keine Förderanträge stellen, sondern wir suchen unsere Förderpartner selbst. Und das ist ein total kollektiver Prozess. Wenn eben Persönlichkeit, Idee und vielleicht auch so die Vision, wenn das drei zusammenkommt, dann gehen wir in intensivere Gespräche. Und dann haben wir quasi auch so einen Schnellbootmodus, wo wir wirklich schnell kennenlernen, schnelle Analyse und dann auch schnelle Entscheidungen machen können. Transparenz. Und das war bei Chiron so. Chiron hätte niemand anders zu so einem frühen Zeitpunkt finanziert. Deswegen wahrscheinlich auch die Schöpflin-Stiftung die erste Stiftung, die uns unterstützt hat, weil wir haben auch auf was gesetzt, was ein bisschen verrückt war damals. Hier kannst du schreiben, was du studieren willst. Chiron bietet Geflüchteten die Möglichkeit zu studieren auf Basis einer digitalen Plattform. Also man muss nicht an die Uni gehen, sondern man kann von überall studieren. Yeah. I'm ready. Wir wollen den Campus mit unseren Studierenden entwickeln und dafür können wir nicht heute sagen, wo wir in 3 Jahren stehen. Das geht mit der Schöpflin-Stiftung und ist tatsächlich in der Förderlandschaft sehr selten. Wir müssen mutig sein, wir müssen risikobewusst sein, wir müssen willens sein, uns auseinanderzusetzen, Kritik zu vertragen. Nicht nur für uns, sondern für alle späteren Generationen.